so tief erschüttert. Versuch das jetzt, wa? Wirklich. Ich habe das gerade auch probiert. Wir haben jetzt eine Runde. Da oben kommt einer. Ich bin so wütend. Als wenn du da drüber gesprungen bist, Dale, du Wichser. Ja, richtig, du zu Recht. Wieso bist du aufgesprungen? Ja, nicht, als ich dich fliegen hab sehen, bin ich abgesprungen. Nein, vor mir war einer gesprungen. Ich bin hinterhergesprungen. So wohin? Entei zwischen 4 und 5, ja? Genau. Das ist falsch, euer erstes Kreuz, und damit dürft ihr keinen Fehler mehr machen. Oh, wie cool. Ich war gerade schon so. Jetzt. Hallo. Yay, Schalke! Woo! Yay! 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 Schalke, Schalke! Ich merke gerade, wie alles weh tut. Ladies and Gentlemen, hier, wir sind UEFA Cup, ja, hier, UEFA Cup Viertelfinale. Let's go, Schalke, Schalke. Was sagt ihr denn hier gegen die Mütze, hallo? Also, das ist ja wohl, da kann man ja wohl nichts gegen sagen, diese schicke Mütze. Aber... ihr habt jetzt kurz den Sneak Peek gekriegt. Ich würde tatsächlich nochmal neu starten. Also den Internet testen, weil, wie gesagt, mit Glasfaser fühle ich mich da einfach wo. Okay, Klausi Mausi, 50 Subs, vielen, vielen, vielen Dank. Klausi Mausi gönnt. Ich guck nochmal. Also ich werde noch einmal neu starten und dann sind wir sofort wieder da. Bis sofort. Oh. Schalke! Woo! Ole! Hier kommt der keine Ahnung, wie geht denn das? Ich weiß überhaupt nicht. Was singt man denn? Wie zum Glück stumm. Gar nicht stumm. Clip das für die nächste Generation. Ah! Gelben Hintergrund wechseln. Ja, natürlich, stimmt. Ah, das tut natürlich weh. Hä? So, ne? So geht Schalke. So geht Schalke. Schalalala. Schalalalalalalala. Schal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 
Die, kannst du es hier nochmal reinsagen? Aus wie die Kappe von einem Asozialen. Ah. Das hab nicht ich gesagt, das sagt Frau Eierohr, dass die Kappe aussieht wie von einem Asozialen. Also, dein Onkel, sagst du, ist ein Asozial. Natürlich, ist von deinem Onkel, sind die Klamotten. Hey, guck mal, hier. UEFA Cup Viertelfinale 7, nee, 98. Inter Mailand. Herrlich, ja, oder? Ole, ole. Ja, mach. Das klebt nur halt alles. Also ich weiß, dass ich werde morgen Ziepen haben. So heißt das doch, oder? Ziepen. Ja. Das will ich wohl hoffen. Wir werden es sehen. Ich werde es sehen. Ich werde vielleicht heute Abend noch duschen oder morgen früh. Bevor ich ins Bett gehe. Sicher ist sicher. Safety first. Safety first. Okay. So. Okay, zum Einstimmen, Leute. Zum Einstimmen. Frau Ayo hat mir übrigens hier leckere Noodles gebracht. Yam, yam, yam. Yam, yam, yam. So. Zum Einstieg. Schein. Und damit so fahren wir bei der Nacht, und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein. Der eine gräbt das Silber, der andere gräbt das Gold und den Geil. Schwarzbraunen Meer. Ich kenne den Text leider gar nicht. Ade, nun ade, Herz, liebste mein, und da drunten im tiefen, finstern Schacht bei der Nacht, und da drunten im tiefen, finstern Schacht bei der Nacht, da denk ich dein, da denk Geil, zum liebsten Mein. Des Bergmanns Gruß bei der Nacht, dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht. Glück auf. Die Extended 10-Minuten-Version, Chat. Da müssen wir durch. Glück auf. Glück auf. Schnaps. Die letzte Schicht, das glaub ich einfach nicht. Glaub ich nicht. Warum steh ich hier jede Nacht am Schacht? Und St. Barbara hält für uns die Wacht. Pass schön auf und auf. Glück auf, Glück auf. So, wir müssen erstmal lernen, was wir heute lernen, hören.
Was wir auf jeden Fall nicht hören werden, ist das, weil wir spielen ja in Mainz, aber kurz noch mal gucken. Schwarz-Rot-Weiß ein Leben lang. Guck mal, das kenne ich durch den Broski-Vlog. Schwarz-Weiß ein Leben lang. Ole, ole. Blau und Weiß ein Leben lang. Und was wir auf gar keinen Fall heute hören dürfen, ist das. Das dürfen wir auf gar keinen Fall heute hören. Das nicht. Das dürfen wir nicht hören. Das ist böse. Das ist böse. So, da war die Mainzer Täumle. Die dürfen auf gar keinen Fall heute hören. Ein Leben lang. Okay, wir gucken mal die Ausstellung. Schwolo, Matriciani, Kaminski, Vandenberg, Brunner, Kraus, Kral, Bülter, Salazar, Karaman und Terodde. Was? Matriciani spielt, das ist wichtig. Domme Drexler hätte spielen müssen. Das ist ein Problem. Domme Drexler macht nämlich immer Tore. Aber wir haben Bülter und Salazar auf jeden Fall am Start. Für die, hier, für die, ne, für die Köpfchen. Für die Technik. Ist da Bescheid. Das ist ganz wichtig. Ole, ole. Da, 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 ein Leben lang. So. Okay, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwie die Zeit einblenden kann. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt OBS das abcapturen kann, sozusagen. Studio-Modus. Mal hinzufügen. Okay, bei mir ist jetzt Anstoß. So, Leute. Zack. Geil, oder? Guck mal. Glück auf, Leute. Let's go, Schalke. Also, ihr könnt das auf der Zone gucken. Das Spiel. So, Schalke, let's go. Ah, oh, schöner Kopfball hier von Vandenberg. Ja. Meine Schals schnüren mir die Hände ein. Hey! Ach so. Das war gar nichts. Das ist eine harte Strafe. Also ich glaube, das Gurkenessen wird schlimmer. Dann könnt ihr das auf der Zone gucken. Oh, Ajork, ein starker Gegner. Na, den müssen wir heute mit Vandenberg ausschalten, den Ajork. Komm, Henning! Henning! Ey! Er wird gefoult! Jawohl! Hat er gut gemacht, der Henning. Yoshida spielt nicht. Oder? Alter, der Reis, der sieht aber auch gerade aus, als ob er nicht nur Reis gerade konsumiert hat.
Die Gap fühle ich. Das sieht so richtig assi aus. I love it. Ich find's auch ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, was das... Ich will die ganzen Memes gar nicht sehen. Und Clips. Wo ist Jane? Wieso streamt der Tankwart? Hallo Chris. Er ist aber Bochum-Fan. Der Tankwart. Ein Leben lang. Blau und weiß ein Leben lang. Heute wird demoliert, Schalke. Ja, heute wird Schalke demolieren. Glück auf, dab, da, da, dab. Also, wenn man mal für, also, wenn man Dortmund-Fan wäre, dann wäre ich ja für Mainz. Wie gesagt, Mainz muss darf keine Intention mehr haben, gegen Dortmund am letzten Spieltag noch zu gewinnen. Deswegen wäre ich natürlich als Dortmund-Fan für Mainz. Aber wir wollen natürlich Schalke heute anfeuern. Und ich bin ja auch Schalke-Fan. Jaja. Dankeschön, Schöpfer. Pulle Bier fehlt. Geht schlecht. Kann keine Pulle Bier trinken wegen Glutenunverträglichkeit. Uidi! Ich hab dich extra nicht aufgestellt, wenn du heute Tore schießt. Ich raste aus. Ja, sehr gut. Schön verteidigt. Matriciani, einfach eine Legende. Einfach eine Legende. Dann ist doch so ein richtiger Kämpfer. Hat man heutzutage gar nicht mehr. Solche Kämpfer. Oh. Holy shit. Cooler Alucard ballert schon wieder unfassbar viele Subs raus. Wie viele waren das? 100! Holy shit! 100 Subs! Alter! F. Also wirklich, hier. Dafür wedel ich auf jeden Fall auch mit den Schals. Dankeschön. Hier, komm! Oh, Dankeschön auf jeden Fall. Und auch vielen, vielen Dank an Julia Really. Ah, Mann, da stand doch schon der Kaminski. Julia Really, Dankeschön auch an dich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Holy shit. Muchti gönnt auch nochmal 10 Subs. Alter Falter. Mein Tipp? Kicktipp war 2-0 Mainz gegen Schalke. Ich bin natürlich für Schalke. Weil Mainz ist halt schon wirklich stark. Muss man sagen. Ich habe das Gefühl, ich werde bald leider saure Gurken essen müssen. Und da habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Muss ich sagen. Da habe ich nicht so viel Bock drauf. Da fällt mir auf, ich habe Kicktipp vergessen. Hip. Sind vor allem 2 Spiele heute. Wenn Leverkusen irgendein Tor schießt, können wir Bescheid sagen gerne, ne? Oder Köln. Aber neue hier, Internet aktuell. Ich klopfe mal auf den Tisch. Ich bin ja wieder mit dem anderen Internet online, oder? Ja. Ich bin wieder mit Deutsche Glasfaser online. Klatsche Katze, dankeschön. Vielen Dank. Schaust du nicht F1? Wer schaut denn F1, wenn Schalke spielt? Also, was ist das für eine Frage, Fritzi? Ne.
So, komm jetzt hier, Schalke, hopp jetzt. Soll das? Wird mir zu warm mit dem Schal hier. Muss das hier wieder drumherum binden. So. Ehrlich, ne? Schick. Irgendwie überzeugt mich der Schalker Jay mehr. Hm. Weil der Schalke Jay keine Gefahr ist. Mit Schalke. Alter, das ist in Comedy hoch 10. Onisivo nix da. Ja, Schwolo. Schön geklärt den Ball. Schön. Sehr schön. Woher hat, hat Jay das ganze Schalke-Merch? Das habe ich von dem Onkel meiner Schwiegermutter. Von dem Bruder meiner Schwiegermutter. Also von Frau Eierurs Onkel. Der ist Schalker-Fan. Also richtiger Urschalker. Ist immer schön. Der Nico, 10 Subs, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sehr lieb. Der Arme, na. War der auf der Hochzeit? Nee, war der nicht, weil seine Frau damals Corona hatte. Das war mega beschissen. Tat mir mega leid. Weil den finde ich, ja, den finde ich super. Das ist ein super Kerl. Der ist lustig, mit dem kannst du gut quatschen. Mit dem Bruder von meiner Schwiegermutti. So, komm jetzt hier. Mal drauf da jetzt. Ja, schönes Pressing. Jawohl. Ach, Karaman, lass dich doch nicht da austanzen. Ja, boah, Vandenberg. Einfach eine Legende. Von Liverpool ist das, glaube ich, eine Leihgabe, der Vandenberg. Das ist ein Guter. Das ist ein Guter. Hülkenberg ist in die Wand gefahren. Ja, was interessiert Hülkenberg einen? Jeder Unfall von Haas freut mich. So, schön, Bülter. Schöner Pass auf Matriciani. Komm, jetzt Flanke. Oh. Aber Ecke. Ecke. Ecke, Leute. Ecke. Let's go. Let's go. Steht auf, wenn ihr Schalke seid. Steht auf, wenn ihr Schalke seid. Hat das Stadion gemacht. Hab ich gehört. So, jetzt komm, Ecke. Komm jetzt, Kopfball Kaminski oder Terodde. Komm. Simon. Marit. Ah. Oh. Vielleicht noch Retake. Brunner mit der Flanke. Ah, der Zentner. Scheiße. Scheiße. Ah. Ah, belastend. Richtig belastend. Oh nee, Onisivo. Mit dem langen Hafer. Ah, der kann nix, kann der Onisivo. Gar nix. Und der Lee noch weniger. Let's go. Ah, stark. Das ist Kampf. Oh. Ah, Schalke kämpft. Ah, hey! Foul! Hätte die Terrobe voll umgeknickt. Gelb. Hallo. Karte. Was soll das? Also, guck mal wieder den Umsens, der Chor, der Penner. Was ist los mit ihm? Das ist ja wohl mindestens eine gelbe Karte. Das war eine Blutgrätsche. Also, ich glaube, es hackt. Das war nix. Was? Schiri! Hey, doch, Tomaten auf der, was ist das? Stegemann? Zweier, wer ist der Schiedsrichter? Was ist das wieder hier? Wieso ist Jay als Clown verkleidet? Und Verschämtheit, ich bin Schalke-Fan. Ja? Hey, das war nix. Kraus für mich. Zukünftiger Nationalspieler. Also, Kimmich kann einpacken. Nix da. Kimmich ist einfach, also Kraus größer Kimmich, sage ich immer. Ne? Er räumt einfach die Leute ab. Kimmich weint immer nur rum. Ah, Matriciani. Oh, schön. Oh, der Henning.
läuft bei ihm. Also Henning ist einfach insane. Henning ist insane. Was eine Mentalitätsgrätsche. Boah, da pustet er, pustet die Bar. Schön. Oh, herrlich, herrlich. Herrlich, oder? Das war schön. Matriciani, Fußballgott. Ja, absolut. Faultier, dankeschön für die 5 gegifteten Subs. Vielen, vielen Dank. Ich bin so in Rage, ich krieg da teilweise gar nicht mit. Dankeschön. Jay sieht aus wie der Bruder von Luigi und Mario. Hallo? Ich schwitze schon hier drunter. Ich hoffe, das wird nicht hier lila. Köln! Ah, Köln 1-0. Ha. Nein, Selke! Mann, den hätte ich heute aufstellen können. Oh. Als ob Davy Selke trifft. Mann, das ist doch mein Kickbase-Spieler. Ist das schlecht? Ist das schlecht? Ah. Ah gut, ich habe Kolo Muani und Adeyemi und noch Nkunku. Das ist auch nicht unwahrscheinlich, dass die treffen. Kyo, vielen, vielen Dank für 5 Subs. Dankeschön. Nur noch 98 Subs. Dann werde ich wohl bald CS zocken. Also mal gucken, wann ich das spiele. Haben wir noch Zeit. Aber dann ist es zumindest unlocked. Ah, easy. Easy. Oh, nix. Ey, das ist so eine Schwalbe! Ah, Jorg, Alter, der hat noch weniger Haare auf dem Kopf als ich. Rival! Wow! Holy moly! 100 Subs! Wir sind voll! Dankeschön! Holy shit! Alter! Also einfach 100 Subs rausgeballert wurden von Rival Player. Holy shit! Ehre. Vielen, 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 vielen Dank. Oh! Oh. War nix. Patrick Schalli, hau weg den Ball. Jawohl. Schön. Der Roddel. Schön. Oh, jetzt Konter. Konter unten läuft da unten. Karaman läuft unten. Ah, oh, abgefällt. Schade. Ah, oh, schade. Hansi, auch danke an dich für die 5 Subs. Vielen, vielen Dank. Alter. Belastend. Insane. Ja, man hat was vom Spiel gesehen. Logischerweise siehst du was vom Spiel, wenn oben der kleine Balken dann irgendwie eine Wiederholung kommt. Aber das wird ja wohl nicht so arg sein. Come on. Ich will ja nur mit Schalke gucken. Das wäre ja lächerlich. Danke auch noch an... Das Subgoal, stimmt, wir haben das Subgoal erreicht, da müssen wir noch arbeiten dran. Das nächste ist dann wohl. Ja. Das nächste ist dann wohl Ringfit mitten in der Nacht. Das war eigentlich ursprünglich die Nummer 1 heute Morgen. Musste ich ja umstellen. Damit wir Schalke haben können, ne? Ja, Schalke, Schalke. 22.000 Subs. Holy moly. Blütenschimmer, dankeschön für 2 Subs. Vielen, vielen Dank. Ja, es wäre ja mitten in der Nacht. Aber wir brauchen erstmal noch 2.000 Subs, um überhaupt das Ringfit voll zu haben. Also, das wird mitten in der Nacht sein. Wir haben jetzt schon 20.47 Uhr. Ringfit um 5 Uhr morgens dann. Ja, wenn ihr das wollt. Ringfit super wegen der Strafe. Genau. Gegen die Müdigkeit. Da freue ich mich drauf, wenn ich komplett im Delirium bin und dann erstmal die Scheiße machen muss. Das Schlimmste wird hier. Das wird schlimm. Ich muss gleich Gurken fressen. Das wird richtig schlimm.
Ring Fit ist ein Sportspiel von der Switch. Natascha Marie, danke schön für 50 Subs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ehre. Dankeschön. Holy shit. Ihr wollt auch Jamie an der Nachttalk mit euch scheinbar sehen, wenn das so weitergeht. Warum sieht der auf einmal so motiviert aus? Hey, ich bin Schalke-Fan. 18 Minuten Schalke. Rein da. Ein Leben lang, blau und weiß, ein Leben lang, blau und weiß, ein Leben lang. Schalalala. Die sagen gar nichts, die Mainzer. Tom Meiser, dankeschön. 10 Subs, vielen, vielen, vielen Dank. Holy shit. Super nice. Danke. Oh oh. Mach mal nicht. Lächerlich. Lächerlich. Oh, ab da. Nein! Oh! Glanzparade von Schwolo. Holy moly. Stark, Schwolo. Das ist ein starker Tor. Oh, der wäre aus gewesen. Lächerlich, Alter. Der Linienrichter sieht wieder nix. Der hat Tomaten auf den Augen. Wie scheiße. Marian Dutt, dankeschön für 50 weitere Subs. Alter, die Züge gehen weiter. Der Zug hat keine Bremse. Der Zug. Tschu-tschu. Tschu-tschu. Juhu. Chassis, dankeschön. Der Zug kennt keine Bremse. Der Zug hat keine Bremse. Yeah. Ich will ein Edit von Jay als Urschalker im Blog. Oh Gott, ey. Also ich verabscheue Schalke nicht so ernsthaft wie halt andere Vereine. Bin ich dabei. Elodiano Wag, dankeschön. 10 Subs, vielen, vielen Dank. Jay wirkt als Schalke-Fan glücklicher. Warten wir mal ab. Ich hoffe nicht, dass noch Mainz ein Tor schießt. Da bin ich nicht mehr so glücklich. Nuggets gegen Suns, ja, machen die Nuggets. Oh, Matriciani, ah, stark. Links oder rechts, egal, er klärt die Bälle. So und nicht anders. Mann, Karaman. Was macht er denn? Oh, die haben wirklich die Seiten gewechselt, Alter. Was eine insane Taktik hier. Brunner und Matriciani jetzt einfach die Seiten getauscht. Rice Masterclass hier an der Stelle. Oh, Nisivo und Ajok lässt durch. Ey. Boah, Alter, ist der stark. Oh nein. Aaron, hau ab. Oder ist eine starke Flanke. Aber Kaminski wehrt ab mit dem Kopf. Sehr schön, 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 schön. Ah, Bullshit. La la la. Ein Leben lang. Blau und weiß ein Leben lang. So. Hast du Delay bei dir? Ne, ich will ja nicht gespoilert werden. Also ich habe einfach die Zeit, die da oben steht. Ihr könnt ja im Zweifel refreshen. Refreshen. Mainzer Stadtwerke. Ne, die mögen wir nicht. Stimmt, ist der Polter verletzt oder spielt er gar nicht mehr? Ist er auf der Tribüne? Wo ist denn der Polter? Ist der verletzt? Bank?
Aber Frey ist doch auf der Bank. Das war auch ein schlechter, das war auch echt ein schlechter Wechsel, muss ich sagen, der Polter. Der hat gar nichts gebracht. Oh, Terodde. Hanke Olsen, der Sack. Einfach Terodde kaputt gemacht. Kurz mein Kickbase mal reinschauen, um mich zu tilten. Judith Sarah, Dankeschön für 10 Subs. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Wen habe ich überhaupt? Habe ich überhaupt den heute aufgestellt? Ah, ich habe Hanke Olsen natürlich aufgestellt. Ja, nee, morgen war nicht. Morgen war nicht. Ah, Selke hätte schon 127 Punkte, Alter. Ich habe ja Hanke Olsen aufgestellt. Zu viel gepoltert, ja. So. Ah, nix da. Ja, da dümpelt gerade so ein bisschen das Spiel. Da fehlen mir noch die Torchancen so ein bisschen. Das Spiel hat jetzt noch nicht so viel Pep, muss ich sagen. Aber Schalke reicht auch eigentlich nicht. Schalke muss gewinnen. Eigentlich. Weil die nächsten Gegner sind halt Bayern, Frankfurt und keine Ahnung. Wer sind da noch? Leipzig. Ah, die können nix. Die Dosen. Die können gar nix. Also echt viele Schalke-Fans da, muss man mal sagen. Also Respekt. Respekt an die Auswärtsfans. Also das nenne ich trotzdem eine starke Unterstützung. Und einfach so viele Schalker dazwischen. So viel Blau. Crazy. Glaubst du an eine Klassenerhalt? Ist halt hart. Du musst die Spiele gewinnen. Und das Endprogramm ist halt echt monsterhart. Aber Schalke ist halt auch, glaube ich, die 8-beste Rückrundenmannschaft. Also, wenn nicht jetzt, wann dann halt, ne? Und selbst wenn, dann holt Schalke einfach nächste Saison nochmal den Zweitligatitel. Mit Keke Top. Mit Keke Top im Sturm dann. Au, die nächste Legende. Ma, wat ein Fuckpass, ey. Ah, schön. Ah, schön. Komm jetzt. Ey! Vorteil, das gibt gelb. So, jetzt Bülter, komm. Mit Tempo. Er macht die Stüberstange. Tor! Tor! Schalke! Ja! Ja! Schalke! Woo! 1-0! Let's go! Jawohl! Schwarz und Weiß ein... Rot und Weiß... Grün, Blau und Weiß ein Leben lang. Ach so, man hört das nicht. Ah, Kacke. Ihr habt's versaut. Ihr habt natürlich keinen Ton. Nochmal. Blau und Weiß ein Leben lang. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. 1-0. Jetzt hinten. Aus. So, jetzt hinten reinbunkern, Leute. Jetzt müssen wir hinten reinbunkern. 1-0, Leute. 1-0, Schalke. Au, der Aufstieg. Der Klassenerhalt, nicht der Klassenerhalt. Oh, Köln 1-1.
Okay, Tor für Leverkusen. Wer hat da Tor gemacht? Ist wichtig. Wer hat da Tor gemacht? Adli. Perfekt. Hauptsache nicht Wirtz und Diaby. Perfekt. Ah, oh, Matriciani wieder. Ich hätte Matriciani aufstellen sollen. Aber Bobby hat, glaube ich, Matriciani, oder? Bobby, hast du Matriciani aufgestellt? Wer hat da Tor geschossen? Bülter? Bülter war das, ne? 14, Leute. Diaby Assist. Nein. Bank der Lump. Ja, schade, Bobby. Oh, gut, dass der Luftloch getreten hat. Huiuiui. Ein Leben lang. Ein Leben lang. Ich hab nur einen fucking Ohrwurm. Ist das schlimm? Kann ich so nicht ernst nehmen. Hä, warum? Schalke, hier. Let's go, Schalke. 1-0, Leute. 1-0. WB Delta. Willkommen zur Shitshow. Hallo? Hallo? Ah! Schön. Oh, Matriciani wieder mit dem Block. Der Junge ist Gold wert. Let's go, Schalke. Komm, vorwärts. Was sag ich zu Dortmund? Dortmund ist eine starke Mannschaft. Ich bin natürlich Rivale von Dortmund. Also ich bin natürlich nicht für Dortmund. Aber ich bin halt genauso auch, weißt du, ich will lieber, dass mal Dortmund Meister wird, auch wenn ich Schalke-Fan bin, als die Bayern, muss ich sagen. Ne? Das ist ja klar. Auch wenn ich Schalker bin, Dortmund kann gerne dieses Jahr Meister werden. Hauptsache nicht die Bayern. Die mögen wir nämlich nicht. Aber von mir aus auch Union. Ah, Schalke einfach herrlich. Russell P1, Hamilton P2. Interessant. Haben die schon irgendein Update in Miami? Oh, was sieht man denn da? Ach, hier sieht man da diese Werbung und sieht ein Stück vom Spiel, ne? Das ist ja mega, die Einblendung. Ja, whatever. Werbung. Oh, man sieht das Stadion. Refresh mal. Warum soll ich refreshen? Nö. Blau und weiß ein Leben lang. Das war nix. Als ob ich 30 Sekunden hinterher bin. Habe ich jetzt da vorgesprungen? Ich gesagt, keine Ahnung. Schau alleine, ja. Okay, natürlich bin ich zurück, weil ihr da im Stream halt erst später seht. Als ich. Also ist ja logisch, dass ich das jetzt live sehe und ihr dann das ja danach noch ein paar Sekunden später seht. Aber passt. Haben wir ja nichts verpasst. Schalke. Schalke. Ist natürlich super, dass ich Hantje Olsen aufgestellt habe. Mega. Der kriegt schon mal 1-0. Herrlich. Dann habe ich wieder perfekt aufgestellt. Hat eine neue Wette? Was für eine neue Wette? Was wetten wir denn? Holt unser S04 den Sieg, Leute. Rein in die Wette. Rein in die Wette. Komm, jetzt Kopfballtor. Okay, komm. Bülter. Nochmal. Rein da, rein da. Oh, flach. Oh, Bülter nochmal. Komm. Oh, schade. Ma, der bleibt doch da nur absichtlich liegen, ey, die Pfeife.
Da ist doch nix. Danny da Costa, ey. Das ist doch gar nichts passiert. Ah, okay, der hat ihn vielleicht in die Beine ge... Vielleicht hat er den in die Beine... Ja. Ja, vielleicht ist er ihm in die Hacken getreten. Aber das ist... Zentner. Zentner hat dem in die... Das war kein Schalker Schuld. So, wie viel habt ihr jetzt gewettet? Wer hat... Wie war die Abstimmung? Scheiße, habe ich jetzt nicht gesehen. Ah, die Abstimmung ist noch am Start. Boah, als ob 3 Millionen auf Ja sagen. Holy. Als ob, Leute. Seid ihr irre? Alter. Wie ihr hier für Schalke seid, ey. Krass. Was ein Schalker-Support hier. Freut mich total. Puh. Das war jetzt schon alles. Das ist alles aufregend, dieses Spiel. Komm. Ah, Schalke spielt gut. Also muss man sagen. Oh, mit der Hacke. Foul. Hallo? Wir waren faul. Bullshit. Er tritt ihm doch da weg, die Beine. Was soll das? Das ist doch ein Foul. Bullshit. Nee, gerade oben ist, wird noch ein bisschen was vom Spiel gezeigt. Ich bin mal einfach, nur weil ich einfach paranoidig bin. Ja, noch ein bisschen weniger. Jetzt sieht man davon wirklich nichts mehr. Ey, ich bin einfach nur paranoid. Oh, schön weitergeleitet. Komm jetzt, Karaman. Unten, 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 Kraus. Unten, unten. Was tut er denn? Mann, der Kraus war unten frei. Das macht er richtig gut? Was ist denn das für ein Kommentator? Junge, pass doch auf den Kraus unten. Pfosten von Schalke, ey, das wäre fast das 2-0. Nee, also ich hätte da auf Kraus gespielt, ey. Der ist der Kenan Karaman, oder? Kenan, heißt der Kenan Keman? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wie heißt der Keman? Wie wird denn der geschrieben? Der Karaman mit Vornamen. 2-1 Köln. Schon wieder Selke? Nein, das ist nicht euer Ernst. Kenan. Das ist nicht euer Ernst. Alter. Also Kickbase ist halt immer einfach der absolute Bruch. Das, was ich aufstelle, ist halt für den Arsch. Oh, shit. Ah, Matriciani wieder mit ganzem Körpereinsatz. Einfach den Körper reingestellt. Jawohl. Das ist ein Kämpfer. Das ist ein Kämpfer. Ey, es ist so lächerlich, dass Selke 2 Tore macht, ne? Es ist so lächerlich. Selke hat einfach 220 Punkte. Bullshit. Oh, Onisivo. Konter jetzt. Oh, gut, dass der langsam ist. Oh, Matriciani wieder. Let's go, Henning. Matriciani. Ohne Scheiß. Aber Matriciani, ich muss mal kurz gucken. Muss mal kurz gucken. Wie viele Punkte hat er denn schon gemacht jetzt hier? Ey, der wehrt ja alles ab. Kurz in Bobbys Team reingehen.
Ich werde den nochmal sehen. Weiß das nicht, vertue mich da immer. Wo kann ich da bei Kickbase nochmal sehen, wie viele Punkte der hat? Bobby. Nicht Transfers, Team ansehen. Warum sehe ich nicht, wie viele Punkte die haben, die Penners? Ada Spawn! 10 Subs, dankeschön! Vielen, vielen Dank, Ada Spawn! Fs, ich habe die Fs schon wieder im Chat gesehen, dankeschön! Nur wenn du das große Abo hast, das habe ich! Deswegen wundere ich mich. Ah, ich muss da unten drauf gehen, dann auf Spieltagspunkte. So. Na, Bobby? Ach, scheiße, das sind die doch noch vom letzten Spieltag. Was soll das? Man kriegt keine Live-Punkte da drin. Hä? Henning hat 35 Punkte. Ja, guckt euch das an. Mehr als mein Handchen Hosen. Live ganz rechts, Jay. Vergesst das, ich finde das nie. Ich finde das so versteckt. Ach, da kann ich das natürlich auch gucken, klar. Henning Matriciani, 35 Punkte. Ich habe keine Ahnung, warum die anderen mehr haben. Warum Kaminski 57 hat, aber Henning Matriciani, einfach GOAT. Einfach GOAT. Und Davy Selke hat 220 Punkte, ey. Ich kotze. Ach, gelb für Ajok. Das ist ein richtig guter Stürmer. Also da muss man wirklich auch Mainz mal wieder Props lassen, was die für Juwelen finden. Für einen geilen Spieler. Ajok ist richtig nice. Karaman sehr auffällig mit Eigensinnigkeiten, ja. Der hätte auf Kraus passen müssen, dann stand 2-0. Oh, schöne Flanke. Ach, schade. Also ich habe das Gefühl, Mainz versucht zu kontern, aber mit wem? Mit Onisivo und Ajork? Die sind viel zu langsam. Jan Sida, dankeschön für die 5 Subs, vielen, vielen Dank, dankeschön, ole, ole, dankeschön, vielen, vielen Dank. Jette, dankeschön auch an dich, 5 Subs mal wieder, alter Falter, ey, krass, danke für den Support. Alter, wir haben jetzt schon wieder 188 Subs voll, krass, dankeschön. Rauschebart, gönnt auch mal Nummer 5. Vielen, vielen Dank, Rauschebart. Dankeschön. Oh, da gehen die Fs. Ihr wollt den Talk, ihr kriegt den Talk, Leute. Mach es, wie es ist. Benny! Dankeschön. Auch nochmal 10 Subs. Vielen, vielen Dank, Benny. Danke. Liebe Grüße gehen raus an alle Schalker. Und natürlich auch an Benny. Dankeschön. Ein Leben lang. Ach, der Schiedsrichter muss sich die Schuhe zumachen. Emanuel Kai Jail. Dankeschön. Wir sammeln. Dankeschön. Ich sehe es schon. Let's go. Alias. Dankeschön auch an dich. Vielen, vielen, vielen Dank. Ein Leben lang. Laut weiß ein Leben lang. Nightcross TV. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Fs. Danke. Oh. Ach, schön. Alter. Patze. Genau nochmal 5 Subs. Dankeschön, Patze. Patze. Nightcross TV hat auch nochmal Subs reingeballert. 5 Stück. Dankeschön. Alter, jetzt geht's los. Schickes Outfit passt ja zum 1-0. Ja, oder?
Ja, da streichle ich doch wieder das Logo. Minox! Auch nochmal 10 Subs. 9 Subs? Sind's 9? Whatever, dankeschön. Vielen Dank. Es, der Zug hat keine Bremse. Der Zug hat keine Bremse. Dieser Anblick ist sehr aus einer Parallelwelt. Ja, ohne Scheiß hier. Der Timelord hat ein bisschen gearbeitet. Ich bin einfach aus hier der komischen Parallelwelt. Hermi! Mit den neuen Subs. Dankeschön, Hermi! Vielen Dank. Dankeschön, Hermi. Ole, ole, ole. Komm. Ja? Der Rodde! Oh! 11 Meter! Ball gespielt? Nee. Das will ich nochmal sehen. VAR. VAR. Ihr könnt doch Pause drücken bei der Zone. Dann hänge ich doch gar nicht hinterher, Leute. Ihr müsst einfach nur Pause drücken, dann könnt ihr Play drücken. Damit ihr dann parallel seid. Dafür habe ich doch extra die Nummer drin. Das ist doch bei der Zone, klappt das. Bei Sky funktioniert die Kacke ja nicht. So, jetzt nochmal. Einmal stark gehalten von Sender und dann. Ey, der tritt ihm doch die Beine weg! Reicht mir nicht. Bullshit. Ach, VAR ist so ein Schmutz, ne? Ist der Wert, nie kommt der. Lächerlich. Bochum wird dadurch auch der Punkt geschenkt gegen Dortmund. Deswegen sind wir Schalker ja auch so weit hinten. Sonst hätte Bochum ja gar nicht den einen Punkt gehabt. Dankeschön, Makiosai. Vielen, vielen Dank. Also wirklich, ist eine Mafia. Spielt klar den Ball. Bullshit. Das lass ich nicht mit mir reden. Nee, nee, nee. Oh. Kral, komm. Komm, Wuschelkopf. Ja, ja. Oh. Wieder kein Foul. Der Schiri ist so pro Mainz. Oh, Kral, stark geblockt. Auf Aaron. Kaminski mit der Rettung. Kaminski, let's go. Ey, der Schiri ist so gekauft, ohne Scheiß. So gekauft, der Schiri. Lächerlich. Lächerlich. Es ist so lächerlich. Ey, der Schiri ist so gekauft. Ja, von Mainz. Ja, Schalke führt. Blau und weiß ein Leben lang. Blau und weiß ein Leben lang. Ole, ole. Ja. Was siehst du so aus dem Gesicht? Ja, weil die ganze Zeit faulen und keine Dingens kriegen. Blau und weiß ein Leben lang. Blau und weiß ein Leben lang. Ole, ole. Cool, oder? Möchtest du auch Schalke-Kappe aufziehen? Guck mal, die wollte ich nicht aufziehen. Weiß ich nicht, weil ich dachte, die zieh ich lieber die andere auf. Als die komplett zugestaubte Kappe, die irgendwo lag. Auf dem Dachboden oder so. Ja, super. Also. Hab ich doch gar nicht. Ey, hab ich nicht. Ja, möchtest du den Teller haben? Du bist die Liebste. Nee, siehst du nicht. Aber du nimmst du schon in einen Teller mit. Dankeschön. Schwarz und blau? Nee, das ist falsch. Rot und grün ist noch falscher. Das war tatsächlich echt. Also man muss sagen,
starke Hälfte von Schalke, oder? Ich muss mal hier kurz das abnehmen. Innen ist nicht lila. Das ist das Wichtigste, weil das wäre mir ein bisschen peinlich, wenn ich hier so eine lila eine Kappe zurückgeben würde. So. Schön. Habt ihr Spaß, Chat? Habt ihr Spaß? Oh, Ayo hat schon gesehen. Unnormal sogar, sehr schön. Nein, oh, tut mir leid. Ist ganz übel, was ich da sehen muss. Ach, Bobby, was soll ich sagen? Ich weiß genau, wie du dir einen abgekeckt hast, wahrscheinlich. Mach mal den Faden an deiner Mütze weg. Was? Was ist denn ein Faden? Ah, da. Vom Schal. Ja, ich lass hier alles hängen. Lass hier alles. Meine Haare. Ah, ja, okay. Ja, die Haare grün sehen aber scheiße aus. Wegen dem Greenscreen. Deswegen ist es schon okay. Ich habe schon Ringfit. Nee, steht doch oben. Next Goal, Ringfit in der Nacht. Das nächste Goal nach Jamie an. Welchen Verein ist vor Dr. Eieruhr? Für keinen. Und wenn, dann glaube ich für Bayern. Gegen Philipp Lahm von früher. Ja, da fuck sehe ich auch so. Aber wie gesagt, ich glaube nicht. Also, wenn Dortmund Meister ist, dann ist sie auch glücklich, weil dann weiß sie, dass ich glücklich bin. Siretardo, Schalke glücklich ist. Entschuldigung, Schalke glücklich. Wenn Schalke Meister wird, dann ist sie glücklich. Entschuldigung, habe ich versprochen. Hier, J.J. Krankheit und so, ihr wisst es. Siretardo, Dankeschön. Dankeschön. Also, da machst du gar nichts. International war, habe ich die Bayern angefeuert. Das kann jeder bestätigen. Ich wollte, dass Bayern, solange es geht, kommt, damit die mehr Spiele haben, damit sie für die Bundesliga kaputt sind. Ich war so für Bayern gegen Man City. Aber die waren leider noch schlechter als Dortmund. Gegen Man City. Sind wir mal ehrlich, Schalke muss Liga 1 bleiben. Ja, ey, bin ich bei dir. Stuttgart will ich aber auch noch in der ersten Liga weitersehen. Stuttgart und Schalke, die können oben bleiben. Bochum mag ich nicht. Hertha mag ich nicht. Die können weg. Geno, dankeschön. 5 Subs, vielen, vielen Dank. Oh, schön. Ist das entspannt heute? Was machen wir denn gleich? Ich finde das. Ich habe noch mal eine Frage für euch. Ich würde da einen Poll machen. CS gleich. Also die CS-Runden später. Mit Mods, ohne Mods. Also in Klammern alleine. Haben wir eine Abstimmung gestartet. Also die Mods hatten gestern gefragt, ob sie bei CS unterstützen sollen oder nicht. Jetzt stelle ich euch die Frage, soll ich das mit Mods spielen oder ohne? Also mit den Twitch-Mods. Ja.
Also stimmt da einfach mal ab. Sieht aber sehr stark nach Mid-Mods aus. Dann werde ich gleich dann den TS wechseln. Tod eines Teammitglieds der Gewürzgurke. Leute, Alter. Nee. Das ist ein fucking ganzes Glas, was ich hier vor mir liegen hab. Hab doch mal ein bisschen Mitleid, Alter. Ich bin ja schon Erzschalker. Komm, ich geb ja wohl alles heute für euch. Oh, das war so ein schönes Tor von Bülter. Mitleid mit dir niemals. Oh, Alter. Ja, liegt vielleicht auch an mir. Teamkills zählen auch. Weiß ich nicht, ob das zählt. Teamkills zählt als... Ich spiele einfach keine Runde. Teamkills wären halt schon lame. Aber ich finde, Teamkills zählen. Also, das kann ja mal passieren. Ist mir auch schon passiert. Aber ich glaube nicht, dass die Bots dann mich 30 Mal am Anfang killen. Das ist Quatsch. Dann kriegen ja auch ein Dingens. Ein Report rein. Das ist ja Quatsch. Vor allem müssen halt ja auch erstmal 31 Runden werden. Ich würde, glaube ich, 2 Runden spielen oder so und dann gucke ich. Der S kann halt auch hart reintilten, ne? Genau, einfach vernünftig spielen. Das macht ja auch Spaß. Habe ich schon an HDX Geno Danke gesagt und an Shinji Sane, ne? Ah ja, Siretado Danke gesagt? Holy shit! Und Charlie Nalu? Nee, ne? Dankeschön. Mit Mods, okay. Liebe Mods, spielen wir nach dem. Was sagt die Uhr? Ja, spielen wir jetzt dann nach dem Spiel CS? Kriegen wir dann ein Team zusammen? Ein Vierer-Team? Also Fünfer-Team? Da sind doch bestimmt ein paar Mods am Start, oder? Trade! Dankeschön! Vielen Dank, Interfahrer und Delta sagen ja, perfekt. Dankeschön, Trade! Alter, wie viele Subs waren das? Das waren richtig viele wieder. Holy shit, waren das viele. Alter! 100! Alter, der Zug hat keine Bremse. Der Zug hat keine Bremse. Ich fühle mich wie so in der Waschanlage, oder? Mit so einem Auto, wenn ich hier durchfahre. Dankeschön! Vielen, vielen, vielen Dank, Alter. Es ist krass. Ey, wir haben jetzt schon einfach wieder 369 Subs. Holy shit! Das ist krass. Es ist super krass. Ich glaube, wir haben jetzt schon 3000 Subs oder sowas, seit ich heute Morgen angefangen habe. Es ist insane. Also wirklich, boah. Das ist insane. Wirklich, ich habe nicht das erwartet. Gerade, wir müssen ja auch bedenken, ich bin an 5. Stelle. Das heißt, die meisten haben entweder schon ihr Geld verpulvert, muss man ja auch an der Stelle sagen. Maverick, dankeschön. Holy shit. Es geht weiter. Es geht schon wieder los. Dankeschön, 20 Subs. Holy moly. Der Zug hat keine Bremse. Der Zug hat keine Bremse. Let's go. Ich bin ja wirklich der Letzte. Clubmate, dankeschön. Auch nochmal 5 Subs. Danke, Anton. Vielen, vielen Dank. Man muss sich das einfach nochmal anonymer Geschenkgeber. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Der Zug, der Zug,
Der Zug hat keine Bremse. Der Zug hat keine Bremse. Tschu-tschu. Tschu-tschu. The Code Black. Dankeschön, Too Easy. LOL. 2x10 Community Subs. Und Jules. Jules to the Jule. Ey, schön. Alter, Gogeta, dankeschön. 5 Subs, vielen Dank. Alter, ihr ballert jetzt hier richtig wieder rein, ey. Was ist los? Alter. Crazy shit. Also wirklich, dankeschön. Dankeschön. Ich brauch noch so eine Glocke zum Bimmeln. Bits. Hab keine Glocke. Hey, ich hab keine Glocke. Nee, wenn eine Handy-App finde ich lame. Ich will wieder lieber so eine richtige Glocke haben. Nee. Boah, du ist auch gleich im Bett irgendwann so, ne? Das will ich dir auch nicht antun. Also wirklich, vielen, vielen Dank. Lukas hat auch nochmal rausgehauen. Shrimp mit Soße. Hello, Impauli. Alter Falter, Dankeschön. Ja, also wie gesagt, ich bin der Letzte. Man könnte ja auch meinen, dass das meiste eher rausgefeuert wurde. Gerade bei Peter am Anfang, da war ja insane der Support, der da rauskam. Und ich hätte nicht gedacht, tatsächlich, dass wir gegen Ende, ich habe nicht mal mit 1000 Subs gerechnet. Ich dachte halt wirklich, Leute finden halt Schalke komplett scheiße. Dass ich das mache. Eine Challenge. Aber die kommt ja sogar scheinbar bei euch gut an. Ich dachte halt so, okay, vielleicht finden die Leute das scheiße, wenn ich mit Schalke gucke. Sepp war sehr krass gestern. Ja, ohne Scheiß, ne? Muss man ja auch mal sagen. Also war insane. Aber Sepp hat auch geile Challenges gehabt, ne? Ich glaube, das macht halt auch viel aus. Ich glaube, das macht viel aus. Chaco, dankeschön. Alter. 20 Subs wieder. Holy moly. Es geht ab. Neuker Zuschauer ist mehr als bei Hoffenheim und Leipzig im Stadion. Ja, Bobby, absolut, ey. Also krass. Krass. Der Zug kennt keine Bremse. Der Zug hat keine Bremse. Ich sag mal, der kennt keine Bremse. Das heißt, der hat keine Bremse. Flo Wulli, 5 Subs und Dotti, dankeschön. Vielen Dank. Oh, dankeschön, es ist insane. Also, ohne Scheiß, wenn das Spiel zu Ende ist, habe ich leicht das Gefühl, dass wir wirklich schon das Ding voll haben. What the fuck? Wie geil, wie krank. Es ist insane. Mega geil. Mega, mega geil. Großen John haut auch nochmal 15 Subs raus. Vielen, vielen Dank, Großen John. Und King Wombat. Alter. F. In welchem Intervall kann ich mir den 120-Stunden-Stream vorstellen? Boah, das finde ich super schwer. Wir haben mit den Jungs dann noch gar nicht darüber gequatscht, so, ne? Wie das so für alle ist. Ich denke, wir werden das auf jeden Fall recappen, aber ich glaube, das ist overall halt schon ein geiles Event, auch für euch, für uns. Der Support ist insane. Also, ich glaube, das ist schon sehr, sehr geil. Also, die Sache ist halt, so ein Sabaton ist halt super schwierig, weil für uns YouTube wirklich auch wichtig ist.
YouTube ist super wichtig und wenn wir halt, und da wir halt sehr, sehr viele Spielshows zum Beispiel aufnehmen, ist es halt fast unmöglich, vernünftig einen Sabaton zu machen, wo wir 30 Tage am Stück, wie lange war Schlorox live im Sabaton? 37 Tage oder sowas? Das ist ja unfassbar schwierig. Wie will man das machen? 42 Tage, holy moly. Also, weiß gar nicht, wie man das machen kann. Sehr schön, Promille. Vielen, vielen Dank für 10 Subs. Dankeschön. Danke. Alter, insane. Insane. Crazy. Crazy. Mütze auf, geht weiter. Ja, sofort. Geht noch geht nicht weiter bei mir. Aber ich refresh mal. Stimmt, ich refresh mal. Ah, jetzt habe ich wieder Werbung, Mann. Meradosa, dankeschön. Weitere 5 Subs, die oben aufs Konto gehen. Dankeschön. Da fährt der Zug extra für dich. Dankeschön. Der Recap, den machen wir persönlich. Also, keine Ahnung. Denke nicht, dass das so geil ist, wenn du das dann öffentlich sagst. Vielleicht mochte ja einer das nicht. Kann ja sein. Nelson Viper kommt jetzt für Danny Da Costa. Okay, Nelson Viper ist ein Stürmer. Ich hoffe mal, das jetzt funktioniert, wenn ich im Monitor einblende. Sehr gut. So. Ich habe refreshed, hoffe, dass ich jetzt da vorne bin. Viper ist echt ein geiler Nachwuchsspieler. Bei Football Manager ein cooler Transfer, Nelson Viper. Ist aber, glaube ich, Stürmer. Deswegen finde ich das insane, wie da der Wechsel ist. Mojo, dankeschön. Holy shit. Mojo gönnt nochmal 10 Subs. Auch für dich, der Zug. Brrrp, der den Chat fährt und den Chat bombardiert. Dankeschön. Ah, die Mütze. Oh, die Mütze. Ja. Man will ja nicht meine hässlichen Haare sehen. Absolut. Okay. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Gute Nacht, Saskia. Wenn es unentschieden ausgeht, kommt doch mal der Zug. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, Schalke gewinnt. Dürft ihr in Urlaub, auch wenn es keine 24-1 gibt? Was? Was für ein Urlaub? Also wir haben das so gemacht, damit jeder dann am nächsten Tag ausschlafen kann, haben wir jetzt gesagt, jeder macht einen Tag danach frei. Einfach nur, um dann nicht komplett am Arsch zu sein. Weil wenn du halt bis 8 Uhr streamst und um 10 Uhr wieder die Aufnahmen beginnt, ist halt unmöglich. Ist ja schon niedlich. Hm. Ja, das ist ein gutes Ziel. Mein Subgoal 24.000 Urlaub. Ich weiß nicht, ob Peter und Bram dazu ja sagen würden. Ich glaube eher nein. Und ich glaube, ihr würdet dazu auch nicht ja sagen, weil dann würden es bald keine... Oh, komm, komm, Konter. Oh! So knapp. Die alle 5 morgen früh nochmal zusammen. Ich glaube nicht. Es war zumindest nicht geplant. Da weiß ich nichts von. In was für einer Liste steht das? Ah, in der Google Docs. Ja, okay, da haben die Mods getrollt. Das ist aber nicht so. Chat, keine Ahnung, ob da Samstag ist. Montag habe ich den. Dafür. Das heißt, morgen ist mein... Also mein Tag ist ja morgen ziemlich im Arsch. Aber ich kann euch schon mal sagen, Bram wird am Montagabend Park Beyond streamen.
Weiß so ein Parkaufbauspiel. Da bin ich sehr gespannt, wie das ist. Das könnte sehr, sehr geil sein. Dankeschön, Vanille Cola, für den Sub. Vielen, vielen Dank. Oh. Ach nee, falsche Seite. Holy, nein. Ah, da ist keiner. Sehr gut. Verteidigt. Oh, Kopfball geklärt. Vandenberg stark. Ah, und die kommen wieder. Jetzt köpfen. Ja, schön. Terodde. Und Bülter. Schön. Ja, weg das Ding. Jawohl. Und Salazar Konter jetzt. Komm, Abfahrt. Ach, scheiße. Der Deutsche Computerspielpreis ist Donnerstag. DCP streamen auch die Jungs. Die sind dann da. Für mich ist das eher nix. Aber am Donnerstag ist das, glaube ich, auch geplant, dass die was spielen. Streamen. Wo ist die schöne Mütze her? Die habe ich von meinem Schwieger... Wie nennt man das? Den Schwiegeronkel? Nennt man das Schwiegeronkel? Also der Bruder von meiner Schwiegermutter. Der Bruder meiner Frau ist nicht mein Schwonkel. Schwiegeronkel. Schwonkel. Schwippschwengel. Alles klar, Schwonkel. Hä, Schwonkel, als ob das wirklich Schwonkel heißt. Gelb! Als ob das Ball gespielt war. Nee, Schwippschwager ist das aber auch nicht. Was ist denn der Schwippschwager? Schwager wäre doch der Bruder von Frau Eierhofer oder Schwägerin dann halt die Schwester. Das ist doch nicht Schwippschwager. Ich nenne es Schwonkel. Ich finde Schwonkel ist ein guter Name. Schwiegeronkel. Der Schwonkel. Und dann die Schwante. Schwante und Schwonkel. Schon jetzt Terodde. Bülter rennt, Bülter rennt, Bülter rennt. Bülter! Das darf nicht! So eine Chance! Man chippt den doch darüber oder lupft den! Alter, war das bad, ey! Mann, das war so gut! Den muss er machen! Ja, den muss er wirklich machen! Es kann nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein. Und jetzt nicht hinten aufpassen, oder was? Hau weg den Unisivo, jawohl. Immer in Ecke. Aber kopfballstark sind wir hier in der Abwehr. Ich muss sagen, Vandenberg und Kaminski machen das ganz gut in der Innenverteidigung bislang. Man kann man nichts gegen sagen, obwohl das halt nicht die Stamminnenverteidigung ist. Das ist ja eigentlich Jens und Yoshida, oder? Schon stark. Lee, oh Gott, gut, dass der Lee den Ball nicht trifft, ey. Aber wieder Ecke. Gut, dass ich den nicht aufgestellt habe bei Kickbase. Abseits, oder? Das war abseits. Das war abseits. Real Happy, vielen, vielen Dank für die 10 Subs. Ich höre diese scheiß Halbmainzer Mucke. Das war kein Abseits. Henning Matriciani hebt das Abseits auf. Nein, Henning. Hat Jones mit der Vorlage. Den habe ich aufgestellt. Mega. Wenigstens Glück im Unglück.
Wenigstens Glück im Unglück für Kickbase. Muss man ja mal sagen. Hanche Olsen. Haben wir aufgestellt. Punkte gesamt. Hanche Olsen 103 Punkte. Immerhin Glück im Unglück. Immerhin Glück im Unglück. Alter, 2-0 haben sie liegen gelassen. Mojo, dankeschön. 20 Subs, vielen, vielen Dank. Danke. Also, wer hat denn das Tor gemacht? Barrero, ne? Wer hat denn Barrero? Hat den wer? Den hat Sven. Hat Sven den aufgestellt? Der ist Erster gerade. Nein! Scheiße. Hat er aufgestellt. Kacke. Meiner, ja. Der ist im Chat. Scheiße. Ach, Mann. Kickbase ist das bessere Communio. Das hübschere, bessere Communio, finde ich. Ja, Glückwunsch, Sven. Ich glaube, du bist uneinholbar vorne. Also wirklich, also das darf nicht wahr sein, Schalke. Wirklich, das darf nicht wahr sein. Dieses Bülter-Tor hätte kommen müssen. Das ist Abfuck. Aber ist da noch nichts vorbei? Vielleicht kommt da noch mal was. Oh, jetzt ist Mainz aber auch dran, ne? Aber mit Viper läuft das, ey. Viper ist auch richtig groß. Holy shit. Nicht der Lee noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Arschloch rutscht weg. Holy shit. Alter, meine ganzen Kickbase-Spieler holen jetzt Punkte und ich habe nur einen Kohlsen aufgestellt. Boah, der war so frei. Der war so frei. Und der Chor verkackt komplett oder wer auch immer die 31 da ist, ey. Oh nein. Oh Gott, Alter, die drücken so krank gerade. Matriciani, schön. Kurz weg, war wieder da. Hab nichts verpasst, Chat. Nichts verpasst. Komm, Matriciani. Schaffst du. Stark! Auf wieder Ecke. Wieder Ecke. Schmerz. Schmerz. Wie steht's? Ich hab keine Ahnung, wie es stehen könnte. Also. Chat, habt ihr da vielleicht einen Tipp? Oder war das ein Trigger hier? Gegen Schalke. Was soll das? Ah, schön geklärt, Kral. Oh, wieder geklärt, Salazar. Schön. Komm, Matriciani wieder, komm. Ah, Bülter. Ah, Jörg. Oh. Ei.
Mojo hat nochmal Subs gegiftet, sehe ich gerade, oder was? Oder ist er bei mir abgeschmiert? Hä? Er ist abgeschmiert, oder? Steht vor a few seconds. Ich glaube, bei mir ist der Tippi abgeschmiert. Egal. Dankeschön. Kral, komm, komm, komm. Komm. Ja! Ja! Ole, ole! Blau und weiß, ole, ole! Blau und weiß, ole, ole! Yes! Tom! Der Tom macht es! Jawoll! Yes! Yes! Leute! Siu! Da, 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 da! Da, di, da, 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 da! Komm jetzt direkt 3-1, komm! Ach, Mann, Terodde! Was ist das denn? Oh Gott! Geklärt. Ganz ruhig. Wir schalten einen Gang runter. Sagen Schokosuchtpizza vielen, vielen, vielen Dank für 10 gegiftete Subs. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe ja gesagt, Tom Kraus ist der bessere Kimmich. Tom Kraus ist der bessere Kimmich. Ich hab Angst, dass der bald bei den Bauern spielt. Ohne Scheiß. Also Tom Kraus, einfache Legende. Einfach eine Legende. Puh. Okay, 1-2, let's go. Kommt aus Leipzig, der Junge. Ja, ich weiß, aber haben die nicht eine Kaufoption? Schalke hat doch eine Kaufoption auf Kraus. Und die werden die auf jeden Fall ziehen. Also wer, dann kann ich auch nicht mehr, dann ist Schalke nicht mehr zurechnungsfähig, wenn die den da nicht die Kaufoption ziehen würden. Außer sie können es nicht, weil sie absteigen. Das stimmt. Kaufpflicht sogar. Ja, okay, das ist halt keine Pflicht. Tom Kraus ist einer der besten Schalker, muss man sagen, mit Matriciani. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Schalke! Komm, jetzt 3-1 hinterher. Aber wäre das schön, wenn die 3-1 führen würden. Mann. Oh, Herr Matriciani wieder. Oben. Ach, so ein Kackpass. So ein Kackpass. Aber ich brauche mal gleich ein Energy, ey. Ist schon alles anstrengend hier, Schalke-Fan zu sein, muss ich sagen.
Der hat mittlerweile mehr Merch von Schalke als vom BVB. Wer ist der BVB? Und ich glaube nicht. Twitter jetzt mal. Fang jetzt an zu twittern. Nee, ich twitter nicht. Nee, das ist Karma. Das ist Karma. Ich twitter nicht. Es ist immer Karma, wenn ich twittere. Dann kriegst du immer auf die Schnauze. Ich twitter nicht. Nee. Machen wir nicht. No. Wann spielt Schalke? Vielleicht gerade? Hä? Wann spielt Schalke? Weiß ich nicht. In 65 Minuten, die Zeit zählt hoch. Was gab's zum Frühstück? 2 Brötchen. Ach, du meinst wahrscheinlich die U19 von Schalke, ne? Keine Ahnung, die spielen doch gar nicht mehr, sind noch durch. Da ist die Meisterschaft doch schon weg. Hat doch Mainz gewonnen gegen Dortmund. Es gibt heute Nacht zum Essen, keine Ahnung, vielleicht Äpfel? Mal schauen. Döner, einfach Döner. Gurken, stimmt, es gibt Gurken. Wie Kalorien haben die eigentlich? 22 für 100 Gurken, das ist ja nix. Da kann ich mir ja satt fressen von, mega. Da freue ich mich aber. Gewürzgurken sind lecker. Echt im Leben sind Gewürzgurken lecker. Gurken. Ich liebe Gurken. So, Henning. Oh, was ein schöner Einwurf. Ach, komm. Ja, oh, schön. Oh, das war gar nicht schlecht. Oh, der Bülter, ey. Das ist ein Guter. Der Bülter ist ein Guter. Oh, ey. Ja, schön hinten rum. Ganz entspannt. The Real Fortner. Dankeschön. Für 5 Subs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ehre. Oh, er rutscht weg. Oh nein, das war's fast. Och man, Alter, Schalke hat so gute Scheiße. Die haben schon Pfosten, eine 100%ige und jetzt gerade das. Das könnte schon ganz anders stehen, ey, als nur ein Tor Vorsprung. Alter, das war kein Abseits. Was? Alter, Terodde, du Pfeife. Okay, ist Abseits. Alter. Holy shit, ey. Ich. Okay, da war aber. Nee, das war gar nicht abseits. Also nicht der Terodde. War ja nicht auf den gespielt. Alter, und Zentner hält den trotzdem. Leck mich doch am Arsch. Alter! Hau weg, das Ding! Spontent, dankeschön für den Raid. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Wir gucken gerade zusammen Schalke gegen Mainz. Dankeschön. Herzlich willkommen, liebe Raider.
Ja, hoffe, ihr hattet einen geilen Stream. Und ja, seid herzlich willkommen. Nach dem Spiel, also in circa 25 Minuten, 25 bis 30 Minuten, gehen wir rein in Counter-Strike. Und pro Tod muss ich eine Gewürzgurke essen. Und ich sage es mal so, ich würge wahrscheinlich von den Gewürzgurken. Ich hoffe nicht, dass ich würgen muss, aber ich finde die echt eklig. Richtig eklig. Also schön, dass ihr da seid. Und wenn ihr keinen Bock habt und weiterzieht, dann habt doch einen schönen Tag. Dankeschön, Becker MS. Dankeschön für 5 Subs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Riech nochmal dran. Ihr habt die noch zugemacht. Ey, da wird mir jetzt schon übel. Okay. Ein Tor. Ein Tor von Martin. Bitte nicht. Alter, was ein schöner Freistoß von Aaron. Holy shit. Alter, war der getroffen. Leck mich am Arsch. Das ist ein richtiger Stoß ins Herz. Unhaltbar. Also unhaltbar. Der ist so perfekt geschossen. Leck mich am Arsch. Also, das war ein Tor des Monats Freistoß. So gut war der geschossen. Holy shit. Mann! Mann, schon wieder rächt sich das, diese scheiß Chancenverwertung von Schalke, ey. Kann doch nicht. Egal. Weiterkämpfen, komm. Das darf nicht wahr sein. So eine Scheiße. Jawohl. Egal, komm. Sind noch so eine 18 Minuten. Die Bank von Schalke ist groß. Sidi Sané. Und Frei. Und Polter. Und Aydin. Das sind noch Legenden, die da. Oh! Oh! Komm! Komm! Was tust du denn? Mann, Karawurst, ey! Hallo, Foul! Alter! Es war kein Tor. Das ist ja safe ein Foul. Alter, der Viper ist insane, ne? Krass. So, Polthaus, dumme Drechsler. Absolute Legende. Der macht jetzt das 3-2, Leute. 2-3, nicht 3-2. 2-3 jetzt. Komm. Starkes Spiel von Karaman und Terodde. Haben sie gut gemacht. Bin ich zufrieden mit. Die haben gekämpft. Die wissen, worum es geht hier. Um den Klassenerhalt. Wir brauchen die Punkte hier, wir Schalker. So, Polter sollte jetzt mal den Arsch aufreißen.
Go Mainz, was ist das denn? Wir sind nicht für Mainz. Wir sind hier für Schalke, Leute. Oh, Frei wird zum Warmmachen geschickt. Let's go. Aufstehen, kämpfen, siegen. Auf geht's, Schalke, kämpfen und siegen. Sehr schön. Das sind so zwei Sonntagstore, die da gemacht haben, ey. Oh, schön, Kral. Komm, jetzt. Mann, Salazar, du Pfa... Okay, Vorteil. Domme jetzt, komm, Domme Drechsler. Ja. Auf Brunner, schöne Flanke auf Polter. Mann! Scheiße! Beendest du jetzt, wenn Schalke verliert? Nee. Du hast gerade Werbung, ich habe gerade auch Werbung. Wir gucken gerade hier Kack-Express. Geil, Türkei ab 79 Euro, mega. Will ich bestimmt hin. So. Schalke! Also, man hört nur die Schalker-Fans, muss man an der Stelle sagen. Also wirklich, der Support ist insane. Ja, der Polter, Alter, der macht gar nichts, der Polter. Hallo? Alter. Okay, das war knapp. Alter. Macht ihr da? Herr Schwolo, sehr gut. Man, ist Fährmann, wann ist denn der wieder gesund? Fährmann hätte ihn bestimmt gehalten, da 2-2. Ach, jetzt hat Schwolo Krämpfe, ey. Mann, du bist Torwart. Wo hast du Krämpfe? Jetzt tu doch nicht so. Warum muss ein Torwart krämpfen? Was ist das? Hast du sowas? Auch wenn das Schalker sind. Scheiß Zeitspiel, ey. Oh, was sind das denn da? Die ganze Mainzer Jugend oder was? Brunner, oh, Brunner muss wechseln. Nein. Oh, kommt Uwe Jahn. Ach, dieses Scheiß-Tor, ey. Warum zeigen die das denn nochmal? Brauchen die doch gar nicht. Ja, das war ein schönes Tor. Das können sie gerne nochmal zeigen. Uronen? Warum denn Uronen? Wir brauchen jemanden, der Freistoße schießen kann. Wo ist denn Uwe Jahn? Ja, Salazar war Schmutz. Wer ist der andere? Uron und? Wer ist das? Zeig dir nochmal. Ja, ich weiß, dass es Uron ist. Wer ist das? Uron Marinova Klo. Skarke. Oh, Skarke. Tim Skarke. Oh ja. Er könnte auch nochmal was reißen. Er hat auch ein schönes Tor gemacht. Komm jetzt. Ja. Oh Mann. Was ist das für ein Schmutzpass?
Alter, Mann, Bülter. Wie steht's bei Köln gegen Leverkusen, Chat? Für Köln oder für Leverkusen? Für Köln. Pff. Ah, da wäre natürlich gut dann. Gut, dass man selbst bis Donnerstag dann schont. Oh Mann! Das war, Alter, das war Tiki-Taka. Schalker Tiki-Taka, Leute. So eine Scheiße. Das war richtig schön. So, jetzt kommt Polter Kopfball. Oh, der Frei, der gibt ihm noch ein paar Anweisungen. Polter Kopfballtor, jetzt komm. Polter. Polter. Komm. Quatsch ist das doch. Oh, er rutscht weg. Was ist das für ein Rasen, den die Mainzer da haben? Der ist echt beschissen. Haben die Bayern da auch den Greenkeeper gezockt von? Was ist denn eine Beulerei? Das auf die Fresse hauen oder was ist Beulerei? Oder Heulerei? Heulerei könnte es auch sein. Drei gelbe Karten auf einmal. Hoffentlich für Wirtz und Diaby. Und Frimpong. Jetzt komm. Mann. Leverkusen verliert die Nerven. Ja. Schalke. Schalke. Schalke, Schalke, Schalke. Schalke, Schalke. Blau und Weiß. Schalke, Schalke, Schalke. Yeah, oh yeah. Schalke. Schalke, komm. Ach, Mann. Okay, nix. Adli hat gelb, der Rest war bei Köln. Ach, scheiße. Freiburg gewinnt morgen gegen Leipzig. Ja, hab ich getippt. Ich glaub 2-1. Domme, jetzt komm. Rennt. Komm, 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 komm. Mann, was sind das für... Kacke! Ey, der Polter, der ist doch noch Bochumer. Kannst du mir doch nicht erzählen hier. Der ist doch noch für Bochum. Der wechselt doch zurück. Schalke will das 2-3 noch haben. Die müssen das auch haben, weil die anderen Gegner sind halt auch insane stark, ey. Ich weiß nicht, ob die mit 4 Unentschieden das schaffen würden. So eine Scheiße, ey. Mal, hätten die den komischen, wie ist die Pfeife vor dem Reis, hätten die den mal vorher rausgeschmissen. Kramer hieß der. Er konnte gar nichts.
Ja, Kramer KL500, ey. Besser war der auch nicht. Mein Gott. Ich hab Mitleid mit mir, ja. Ich hab auch Mitleid mit mir, weil Schalke nicht gewinnt. Mein Nelson Viper macht ein gutes Spiel, muss ich sagen. Er könnte nächste Saison echt gut Stamm spielen bei Mainz. Und das so jung. Er kann echt einiges. Freue mich schon auf den Nachttalk. Erstmal müssen wir den Nachttalk haben, Leute. Erstmal müssen wir das schaffen. Zählt dann unter Nachttalk, ich rede da mit euch. Quatsch mit euch. Ihr müsst dann, das erkläre ich euch, wie das, wenn wir dann soweit sind, müsst ihr auf den Teamspeak kommen, werdet von den Mods gefilzt, ob ihr ein gutes Mikro habt, dann quatschen wir 10 Minuten oder so. 5 bis 10 Minuten, keine Ahnung. Machen wir eine Stunde, mal gucken, wer da kommt. Quatschen wir über irgendwas, bis es dann halt einfach langweilig wird. Er schießt halt einfach irgendwo Richtung Eckfahne. Oh. Das ist keine Strafe. Das ist doch nicht alles eine Strafe, Leute. Ich dachte nur, das ist was Cooles für euch. Das nervt mich, was die Schalker da alles liegen lassen. Ohne Scheiß. Das ist nicht normal. Alter, Viper will noch das Tor machen. Ohne Scheiß. Schön. Ja, fight. Ah, Scheiße. Also eigentlich hätte Schalke das Spiel gewinnen müssen. Bei den Chancen. Was ist das denn? Ach, Danny Latzer. Ach Gott, der alte Mann. Für Tom Kraus. Ja, okay, da hat er auch verdient, die Auswechslung. Aber er hat ein Tor geschossen. Gute Leistung, aber hat er ja gerade Richtung Eckfahne geschossen hat vom freien Tor. Das ist schon okay. Ja, ich habe auch das gehört. Ich weiß auch nicht, ob der Punkt reichen wird, sagt gerade der Kommentator. Könnte belastend sein, ne? Aber vielleicht machen die ja noch. Oh Gott. Ja. Unten. Schöner Pass. Mein Lieblingsspieler von Dortmund, das ist natürlich Felipe Santana. Weil das ist dann auch ein guter Schalker geworden. Deswegen, der beste Dortmunder ist natürlich Felipe Santana.
Jetzt mach doch das 2:3, sonst habe ich den ganzen Abend noch schlechte Laune bis 8 Uhr. Ach, Mann. Was sind das für Scheißpässe? Komm, oh, Matriciani kämpft nochmal. Ach, scheiße. Ah, okay. Einwurf. Unten. 8. Dankeschön. Exe Nau Natsu. Oh, dankeschön. Für 3 Subs. Vielen, vielen Dank. Ey, faul! Schiri! Bullshit. Komm. Flank rein oder irgendwas. Schieß. Kann man nur so viele Tore verscheißen? Alter, der Zentner, ey. Der hält alles. Das ist ein Witz. Immer gegen Schalke haben die besten Leistungen, ey. So lächerlich. Es ist so lächerlich. Immer haben die gegen Schalke ihre besten Leistungen, diese scheiß Torwerte immer. Kann nicht wahr sein. Och Mann. Ist das Spark? Dankeschön. Mit 10 Subs und YOLO HD, genau nochmal. 10 Subs, vielen, vielen Dank. 5 Subs, egal, whatever. Dankeschön für eure Subs. Dankeschön. Elfs, Leute. Erst 5 Minuten Nachspielzeit. Leute, 5 Minuten Nachspielzeit. Ich muss sagen, ich bin echt nervös. Wir müssen dieses Tor noch kriegen, ey. Sonst sehe ich wirklich nur noch einen Sieg gegen Bayern. Leipzig ist zu stark und Frankfurt kommt auch wieder rein, so langsam. Nur Bayern sehe ich noch als schwachen Gegner. Mann! Aber die 3 Punkte wären echt wichtig. Oh, Matriciani! Matriciani am Boden blutend! Der hat irgendeine Kopfverletzung. Oh, der hat einen richtigen Cut. Das ist ja wohl eine rote Karte. Oh, Mann. So eine Scheiße. Och, Mann. Der Matriciani. Oh. Die zeigen halt live, wie die den kleben. Alter. Muss ich nicht sehen? Weil die Kamera voll drauf gehalten hat. Alter, also, muss ich das sehen als Zuschauer? Krass. Holter die Polter war das, ey, mein Gott. Ist das belastend. Ja, egal. Gibt noch Nachspielzeit. Da wird noch länger hier. Oh, guck mal hier. Ein bisschen Schalke anfeuern. Schalke. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Schalke. Also das wird jetzt noch sich alles ein bisschen länger ziehen, weil wir haben jetzt die ganze Zeit noch die Verletzungspause. Ah, Matriciani jetzt schön mit blauem hier Kreppband. Let's go.
Weil er wird wahrscheinlich auch richtig Kopfschmerzen haben, ey. Das hat ihn richtig ausgenockt. Aber Henning zieht da durch. Henning zieht da durch. Das ist schon richtig fies. Weil der macht das. Ja, unterbewusste Körper, der zieht halt einfach durch bei Henning. Goat. Goat. Henning macht doch da 2 zu 3. Der wird richtig Bummschädel haben, ey. Hoffentlich hat er keine Gehirnerschütterung. Der sieht jetzt ein bisschen aus wie Petr Čech. Oh, der hat ganz glasige Augen, holy shit. Haut ab da vom Tor. Haut ab! Okay. Haut ab! So. Okay, das wird jetzt natürlich noch gute Nachspielzeit geben, ne? Also 5 Minuten sind angezeigt. Das wird noch 2-3 Minuten gehen. Unten! Oh mein Gott! Ey, es kann nicht wahr sein. Ey, das kann nicht wahr sein. Es tut alles weh. Es tut alles weh. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es tut alles nur noch weh. Wie kann man nur so eine Chancenverwertung haben? Es ist nicht normal. Okay, nochmal. Komm. Elfmeter. Elfmeter. Hallo. VAR. Hallo. Wilter wird komplett befallen. Saudi sich. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Alter, was ist das für ein Spiel? Oh mein Gott. Der wird komplett gehalten! Das ist ein Elfmeter. Das ist ja wohl safe, wenn das kein Elfmeter ist, ne? Fick dich, VAR. Fick dich, DFB. Ohne Scheiß. Also wenn das kein Elfer ist, ne? Ey, wenn das kein Elfer ist. Guck, geh doch mal wenigstens hin und sei nicht so scheiß arrogant wie der Stegemann, der Bochum den Punkt geschenkt hat. Wollt ihr doch Geschenk haben, das ist Wahnsinn? Alter, der Schiedsrichter ist so pro Mainz. Klar, der hat nicht erst gefühlt. Aber ja. Geht hin. Geht hin. Ach, Bullshit. Reg dich mal nicht so auf, Bo. Also, wenn das kein Elfer ist, dann weiß ich auch nicht mehr, was das für ein Elfer ist. Das ist so festgehalten. Da reißt ihm doch der Trikot kaputt. Der reißt dem das Trikot kaputt. Dafür ist der VAR da. Das ist scheißegal, ob der noch eine Chance hat, auf den Ball zu kommen. Das ist ein Foul. Ist doch scheißegal, wo das Foul stattfindet. Das ist so krass festgehalten. Das ist so Quatsch. Es ist lächerlich. Es wäre ein Skandal, wenn das kein Elfmeter ist. Come on.
kann ich gucken. Was ist das für ein absolut legendäres Spiel, was wir heute gucken? Holy shit, das ist ja insane. Alter, holy shit, holy shit, was ein Spiel. Alter. Ich krieg nochmal Ecke. Ich raste aus. Warum zeigt der auf den Elfer? Digga, der hat auf den Elfer gezeigt. Hä? Was ist jetzt los? Er hat doch gerade auf den Elfer gezeigt. Hä? Ach ne, Abstoß. Holy shit. Alter, ich dachte schon. Alter. Alter Falter. Ich gehe komplett kaputt. Was ein Spiel. Five up. Was ist jetzt hier los? Pfeif ab. Warum schießt der denn ins Aus? Pfeift jetzt ab, Mann. 113. Minute. Ey. Das ist ein Witz. Kannst du mal abpfeifen? Jetzt pfeif ab. Schalke. Wahnsinn. Was ein Spiel. Was ein Spiel. Alter Falter. Ich bin komplett fertig, ey. Ey, was ein insanes Spiel. Alter, ich hab mir einfach das beste Schalke-Spiel der Saison rausgesucht, um dann zu gucken, wie geil ist das. Man muss aber wirklich sagen, holy shit. Alter. Meine Pumpe, ey, ich sag es ehrlich, ich hatte auch Puls. Also, ohne Scheiß. Auch wenn ich Dortmund-Fan bin, ich hatte richtig Puls. Ey, ich hatte richtig Puls.
Geil. Absolut verdienter Sieg. Ja, sehe ich auch so. Boah, Alter, ich bin nass geschwitzt, ne? Ich bin nass geschwitzt. Was ein insanes Spiel. Was ein insanes Spiel. Geil, holy shit, dass der noch den Elfmeter kriegt. Aber man muss sagen, endlich hatte der VAR und der Schiri die Eier, das zu ändern. Das haben sie in Bochum nämlich nicht gemacht, die blöden Pisser. Das hat mich geärgert. Hey, gehen wir mal kurz ein anderes T-Shirt anziehen, weil das ist nass geschwitzt. Bis sofort, Chat. Hui. Ey, sind wir mal ehrlich. Was war das für ein absolut legendäres Spiel? Was war das für ein legendäres Spiel, Leute? Sachtet. Sachtet. Alter, Lord of Snow, 20 Subs. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön auch an Ulf Kante. Der hat auch nochmal Subs gegiftet. Vielen, vielen Dank. Alter, ich bin einfach Schalke-Glücksbringer, ohne Scheiß. Ich bin einfach Schalke-Glücksbringer. Hier, guckt euch das an. Ich muss mich mal hier zur Seite setzen. Herrlich, oder? Schalke auf 14. Leute, Schalke ist 14. Und nächste Woche holen wir noch die 33. Nächste Woche sehen wir die 33. Alter. Was ein Match. Er ist natürlich jetzt richtig bitter für Mainz. Mit den 45 Punkten. Belastend. Leverkusen hat auch verloren. Köln ist jetzt auch ein bisschen näher dran. Also das ist halt alles. Also ey, Wolfsburg wird so krass gegen Dortmund rangehen. Ich weine jetzt schon am Wochenende. Also, muss ich sagen. Aber war geil. War wirklich ein geiles Spiel. Hat Bock gemacht. Hat wirklich Bock gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Ein Schalke gespielt, dass das so nice ist. Fett. Ich glaube auch, dass Dortmund am Wochenende verlieren wird jetzt. Weil Wolfsburg jetzt richtig, richtig auf die Kacke hauen will. Wimmer 5 Tore, ich sehe jetzt schon kommen. Was soll ich als Herr Tana sagen? Ey, ich sag mal so. Zweite Liga, wenn die
Tickets billiger. Ich glaube, für Hertha ist vorbei. Kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass das noch irgendwie was wird. Die müssen ja so viele Siege holen. Lächerlich. Das wird nix. Das wird nix. Ich bin so fertig, ey. Als ob ich Sport gemacht habe. War das schon mein Ringfit? Ich glaube, das war schon mein Ringfit quasi, ne?